Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vampire's Dawn Reign of Blood. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, hä? Vampi? Schon wieder Vampire's Dawn? Hast du nicht im letzten Part gesagt, es ist jetzt vorbei? Ja, hatte ich. Und es war totaler Schwachsinn. Weil natürlich wollte ich euch noch ein paar Sachen zeigen. Das hatte ich ja schon längst auch gesagt. Und dann hatte ich es wieder vergessen und dachte so, ach, weißt du was? Scheiß drauf. Ich habe das Spiel nochmal von vorne angefangen, ohne meine Werte zu behalten, weil ansonsten bewege ich mich ja halt so extrem langsam und lahmarschig. Deswegen muss ich es normal beginnen. Nochmal, aber das wollte ich euch wenigstens zeigen. Und ich habe vor allem was Lustiges noch herausgefunden. Ich bin gerade... Hallo? Danke. Ich bin gerade nämlich hier wieder dabei, die Leute zu fragen, wir hätten etwas Ungewöhnliches gesehen haben könnte, weil Aisha ja ermordet wurde. Und da habe ich noch ein paar lustige Sachen herausgefunden. In Asgards Schloss auch, aber ich bin jetzt erstmal hier. Diese Frau hier nämlich, ne, hier, die ist ja so müde. Och, entschuldige, aber ich muss jetzt echt schlafen gehen. Wie ist es denn mit Gewitter? Letzte Nacht habe ich die ganze Nacht wach gehalten. Und wenn wir sie nochmal anquatschen, passiert halt was anderes. Ich finde das einfach so witzig, dass sie echt am Gähnen ist dann. Deswegen, das wollte ich euch unter anderem zeigen. Und ich muss kurz mal überlegen, Asgard ging mir aus dem Weg. Chat muss ich auch noch befragen, bla bla bla. Das wollte ich eben offline eigentlich machen, aber egal. Ja, hast du jemanden gesehen? Nee, ich habe geschlafen. Okay, ja, alles klar. Nee, wenn du schläfst, dann kannst du auch niemanden gesehen haben. Jetzt kommt der Sound gerade wieder zu laut vor. Ich habe den doch eben nicht richtig angepasst, oder nicht? What the fuck? Ja, mein Headset ist nur so laut eingestellt. Geil! Okay, dann mache ich mein Headset halt ein bisschen leiser. So. Aska! Voll der Stalker, ey, mal ganz ehrlich. Hi Kikio, hast du jemanden gesehen? Nee, ich habe geschlafen. Trotzdem danke. Fick dich. Jetzt ist Aska wieder da oben. Komische Leute hier. Na, Bob der Baumeister, wie geht's dir? Rack. Ja, das Gewitter war voll komisch, ne? Mhm. Gebe ich dir ja sowas von recht. War das... Es war hier im Haus auf jeden Fall. Aisha wurde ermordet. Aisha ist tot! Oh mein Gott! Ja, voll schlimm und sowas, ne? Ich meine, eigentlich war sie ein Vampir und sie hat mich wahrscheinlich nie geliebt, aber das weiß ich nicht genau und überhaupt alles schrecklich und ja... Ach, du mich auch. War sie das? Ja, ich glaube, das war sie. Das hatte ich einmal so geil schon reingeschnitten, wie ich es ursprünglich vorlesen wollte, aber ich mache es jetzt nochmal richtig halt, weil hier ist ein lustiger Tippfehler, der mir halt nicht aufgefallen ist. Hallo, Walna. Huch, du bist ja ganz zittrig. Aisha wurde ermordet. Ah, mir doch scheißegal. Das ist ja furchtbar. Hab an den Schuldigen schon gefasst? Oder darf ich mich jetzt dir endlich, dich mir endlich schnappen? Nein, leider. Scheiße. Oh, Walna, es tut mir so leid für dich. Wann ist es denn passiert? Gestern Nacht. Ein Wahnsinniger hat sie abgeschlachtet. Hast du ihn gesehen? Ich war dabei, als er sie ermordet hat. Doch ich konnte nichts tun. Es ist so schrecklich. Asia! Sie war immer so unscheinbar. Ich werde nicht eher ruhen, bis ich sie gerecht habe. Ich hoffe, du findest den Schuldigen. Danke für dein Mitgefühl. Sie heißt aber Aisha und nicht Asia. Ist doch egal. Das ist einfach so geil. Und jetzt sind hier eh nicht mehr viele Häuser übrig, von daher das mache ich jetzt mal eben noch alles hier mit Part und Stuhl. Setz dich doch zu uns. Nö, hab keinen Hunger, danke. Ja, ich liebe dich ja auch, aber ich muss jetzt wirklich wie schon wieder gehen. Also, wenn du niemanden gesehen hast, dann bist du mir auch scheißegal. Nein, ich habe keine Zeit für Essen. Danke, danke, danke. Tschö. Ja, es tut mir so leid, ja, mir auch. Mhm. Tschö. Ich habe nämlich ja auch was anderes gemacht, also was anderes gemacht. Direkt am Anfang habe ich ja hier was ausgerüstet. Ne, hier mein Kuijin-Kurzschwert und mein Lederrüst, was halt neben dem Bett gehangen hat. Das habe ich aber damals gar nicht gemacht. Da hatte ich jetzt kleine Veränderungen. Hallo? Gehst du mal wieder rein? So. Was wollen sie? Ja, sie sind in mein Haus gekommen. Ich hasse sie. Wir müssen die Walna doch eigentlich auch kennen. Also ganz so unfreundlich können sie ihm doch gegenüber gar nicht sein. Aber okay, es sind reiche Leute. Ne? Und Walna ist wahrscheinlich nicht so reich und deswegen unter ihrer Würde. Genau, jetzt ist es soweit. Verdammt. Ich habe nun jeden befragt und niemand konnte mir helfen. Wie konnte das alles nur passieren? Wie nur? Aisha, ich habe versagt. Versagt, wo man nur versagen kann. Ich konnte dich nicht beschützen. Ich habe dich geliebt und es nur so selten bewiesen. Das klingt ein bisschen aber so...
man könnte es natürlich so auslegen, so von wegen, ja, wir hatten viel zu selten Sex, ich konnte dir so selten zeigen, wie sehr ich dich liebe. Aber ich weiß, dass das alles gemeint ist, ne? Ich nur mal wieder. Ich wollte für ewig mit dir zusammen sein. Für ewig. Ich wollte auch ein Vampir werden. Warum hast du mich nie gebissen? Und nun bist du tot. Endgültig. Eigentlich nicht, aber das glaube ich. Und nur weil ich dich geliebt habe, beschützt habe, nicht beschützt habe. Ach, egal. Ich verstehe das nicht. Wieso nur? Wieso hat man dich getötet? Tja, das wirst du noch verstehen. Und warum nannte er dich Mulana? Weil das ihr richtiger Name war. Wenn ich doch bloß eine Antwort hätte. Aisha! Genau. Das ist nämlich anders. Das hat er ja vorher nicht gemacht. Jetzt zieht er nämlich sein Schwert. Haha. Das hatte ich ja vorher nicht. Ich werde deinen Mörder dafür bezahlen lassen. Sieht so voll episch aus. Als hätte er auch eben so ein Tuch vom Mund gehabt irgendwie, ne? Das sah jedenfalls für mich gerade aus. Wenn mir keiner helfen kann oder will, dann helfe ich mir eben selber und so, ne? Das habe ich jetzt so schnell weggeklickt. Vielleicht, aber ihr habt es ja schon mal auf Band gehabt. Also von daher egal. Vielleicht finde ich ja auf dem Berg noch Anhaltspunkte. Genau, gehen wir doch mal auf den Berg. Vor allem jetzt, wo es Nacht wird und die Grillen so lieblich anfangen zu zirpen und diese schöne, friedliche, traurige Musik dabei spielt. So, jetzt gibt es noch kleine Veränderungen bei Valnar und Aska. Deswegen, das kann ich direkt jetzt im Anschluss zeigen. Alter, ist der Regen laut. Fick die Henne. Entschuldigung, das wollte ich so gar nicht sagen. Das ist jetzt wieder so extrem laut, ne? Gut, mache ich es halt wieder leiser. So. Mit dieses Hin- und Herschalten, furchtbar. Irgendwas stimmt hier nicht. Ganz recht. Wer hat da gesprochen? Ich. Huch, wer zum Teufel bist du denn? Du siehst ja scheiße aus. Du darfst mich Asgard nennen oder Meister. Nun, ich bin nicht hier mit dir zu reden oder zu streiten. Du bist am Tod meiner Freundin beteiligt, weil... Käsebrot. Tod deiner Freundin? Oh ja, natürlich, deine Freundin. Du Schwein hast also was damit zu tun. Beruhige dich. Ich weiß, wer deine Freundin ist. Du bist mit dem Mörder verbündet. Das klang gerade echt unheilvoll. Komm mit mir. Ich zeige dir, wo deine Freundin ist. Guck mal, Regen hat schon wieder aufgehört. Ist das nicht schön? Niemals. Das ist garantiert eine Falle. Kluger Mann, aber egal. Wie du meinst. Aber bedenke, ohne mich wirst du sie niemals finden. Ich bin der Einzige, der weiß, wo sie ist und der es dir verraten würde. Warum solltest du das tun? Sie erst umbringen und mir dann zeigen, wo sie liegt? Sagen wir mal, ich habe Mitleid mit dir, wie später mit deiner Tochter. Da habe ich es gleich gesagt. Ich habe auch einen Menschen verloren, der mir sehr viel bedeutet und ich kenne den Schmerz. Du hast plötzlich Mitleid mit mir? Das kann ich dir nicht glauben. Nun, dann werde ich jetzt gehen. Und du wirst nie das Geheimnis ihres Todes erfahren. Nee, schön. Zeig mir, wo sie sich befindet. Gerne doch, wir werden bald bei ihr sein. Das will ich für dich auch hoffen. Ansonsten wirst du mein Schwert zu spüren bekommen. So, jetzt kleine Änderung. Er hat ja damals gesagt, du hast doch nicht mal ein Schwert bei dir. Weil ich ja auch keins bei mir hatte. Jetzt sagt er was anderes. Schon gut, du brauchst mir nicht zu drohen. Ne, jetzt weiß er, dass ich ein Schwert bei mir habe. Wahrscheinlich habe ich es auch Zeit oder so. Ach, keine Ahnung. Oder er hat so seine vampirischen Kräfte sofort jetzt gewusst. Halt sie doch an mir fest. Meine Magie wird uns zu ihr bringen. Magie? Er ist ein verdammter Magier. Kommst du nun oder nicht? Schon gut, schon gut. Flattert mal los, ihr beiden. La 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 la. Ach, jetzt ist das schön, so ein bisschen Back to the Roots. Aber das war es auch schon, weil den Rest kennen wir eigentlich. Mein Gott, was für eine Magie ist das? Du warst eine verdammte Fledermaus und ich war auch das. Und ich war in dir praktisch und das klingt falsch und... Ach, egal. Soweit, so gut. Wir sehen uns dann wieder, wenn wir diese Entscheidung haben, was wir ja tun. Ob wir... Hilfe, Headset. Ob wir zurück ins Bett gehen oder versuchen zu fliehen. Denn dann werden wir mal die Option nehmen, zu fliehen. Also, bis gleich im nächsten kleinen Bonus-Part, ihr Lieben. Ciao!